Hallihallo, die meisten Zuschauer verliert man innerhalb den ersten 5 Sekunden. Also. So, für alle, die noch da sind. Ich will hier irgendwas mit YouTube machen. Eigentlich wusste ich nur Just for Fun. Deswegen gibt es erstmal einen Hintergrund. Man muss überblenden. Komm, wir machen es mit einem Schnipp. Hab zu Ende geschnippt. Jetzt setzt heute Fokus hin. So, da fehlt aber noch irgendwie was. Also, Beleuchtung, irgendwas in die Ecke. So ungefähr sieht es bei einem typischen YouTuber aus. Kleiner Retro-Frame, 16x16 mit einer speziellen Auswahl. Dann haben wir noch Logo. Hätte ich auch einblenden können. Könnte ich, das könnte ich tatsächlich. Vielleicht mache ich es auch irgendwann mal. Franziska. Die war übrigens mal so groß, ne? Also die ist schon ordentlich gewachsen. Also ich habe sie vor einem Monat gekauft und für YouTube gedacht. Dann Equipment, viel Videotests und jetzt ist die schon extrem groß und hat schon mal einmal aufgeblüht. Mal gucken, ob sie es nochmal macht. So viel zur Pflanze. Jedenfalls, was soll das hier alles werden eigentlich? Ich will einfach bei YouTube so ein bisschen drum experimentieren. Ich würde es für mich machen. Also nicht, um irgendwie erfolgreich zu werden, nicht um Geld zu verdienen. Ich werde hier nicht nach Abos oder nach Likes betteln. Jeder Like ist wirklich gewollt. Also es ist, ich werde hier nicht sagen, like das Video, oh, oder werde irgendwelche, hier, wenn ihr so viel liked, wird das passieren. Nein, das ist einfach nur Verarsche. Also ich will euch nicht verarschen, weil ich mich will mich nicht verarschen. Ja, viele YouTuber sind auch themenspeziell. Das ist bei mir auch so ein Unterschied. Ich werde hier komplett durch alle Themen wandern. Alles so ein. Ich werde es versuchen, so professionell wie möglich durchzuziehen, allerdings auch mit so viel Spaß wie möglich. Also, ja, was wird es geben? ASMR. Ich werde ein bisschen rumbasteln. Zum Thema Basteln. So ein kleiner Gameboy-Frame. Der Gameboy ist quasi tatsächlich nur einseitig und ja. So ein kleines Experiment. Das lasse ich jetzt drin. Nur mal so, es gab eine Menge Outtakes. Irgendwann sende ich es vielleicht. Die Outtakes sind mittlerweile länger als das Hauptvideo. Das werde ich machen mit einem Game Gear. Ich muss mir nur noch einen größeren Frame holen. So, was haben wir noch? Zwecks Gesellschaftsspiele. Ah, wir gehen mal zurück. Zwecks Basteln. Was wird noch passieren? Nintendo Labo? Löten. Wir werden zum Beispiel in der Speicherkarte vom Gameboy-Modul eine Batterie reinlöten. Das kann ich relativ gut. Ist also auch nicht so schwer. Aber ganz ehrlich, wenn ich das kann und ich das zeige, könnt ihr es auch, dann ist es easy. Also, löten ist nicht schwer und man braucht nicht das teuerste Equipment. Jedenfalls, Gesellschaftsspiele, zum Beispiel Mindplex. Mindplex setzt man sich ein Headset auf. Zack, da, Headset. Und steuert dann eine kleine Kugel, die wird durch einen Luftstrom oben gehalten, durch ein kleines Labyrinth. Ist tatsächlich lustig. Werden wir mal machen. Ich habe es tatsächlich auch seit 5 Jahren bestimmt nicht mehr ausgepackt. Das wird auf jeden Fall passieren. Wir werden ein bisschen mit Ton rumbasteln. Ja, ich wechsle jetzt schon durch die Themen. Das klappt super. Wir machen jetzt trotzdem weiter. Ich werde tatsächlich eine Menge Konsolen vorstellen und tatsächlich auch, wie man sie wirklich am besten anschließt. Es gibt halt die Möglichkeit mit FrameMeister, mit einem USSC. Wird hier nicht passieren. Wir wollen sie anschließen, um Spaß mit zu haben. Die beste Bildqualität ist nicht immer die beste Wahl. Die beste Wahl ist, jetzt zur Pause zu drücken und mal den Kameraschwenk zu machen. So, und wir starten einfach mal mit einer Mini-Room-Tour. Viele YouTuber machen das als Abo-Special und wir fangen direkt mal so an. Vielleicht kommen euch ein paar Konsolen bekannt vor, die ihr auch habt und denkt sich euch, ah, cool, okay. Da ist ein Hobby oder ein Themengebiet, was sich überschneidet. Ist interessant. Ich weiß nicht, wann und wie oft das kommt, aber so lernt ihr mich mal kennen. Ich habe ein paar Handhelds, PSP da, PSP, aber noch ein Xperia Play, mein Lieblingstelefon. Und so kleine China-Konsolen, 2,90 € am HD-Fernseher, Schrott am Röhrenfernseher. Macht Spaß für 2,90 €. Meine Erwartungshaltung ist in dem Fall sehr, sehr niedrig. Dann haben wir noch ein paar Handheld-Konsolen von Nintendo. Meine Lieblingskonsole ist ein Game Advance Micro. Ich finde, der ist halt wirklich handlich und handlich. Die Akkulaufzeit ist extrem groß, lang. Und ja, der passt wirklich in die kleinste Tasche rein. Ich habe ein paar Konsolen von Nintendo, ein paar von PlayStation, ja, ein paar von Sony, nennen wir es Sony. Und habe auch ein Atari hier zu stehen. Retron,
Super Trio. Gut bei PAL-Spiele, NTSC ist halt langsam. Da wäre der Hyperkin natürlich nicht schlecht. Also der Retron 5 von Hyperkin. Allerdings hat der Lag. Also ich habe bei beiden Sachen Vor- und Nachteile. Man kann jetzt sagen, hoch, das spürt man kaum, aber sobald man es spürt oder weiß, dass es da ist, ne, tatsächlich spüre ich es trotzdem. Ich kann es mir auch einbilden, aber es ärgert einen so ein bisschen. Für Pokémon oder Spiele, wo es nicht so wichtig ist, stört es nicht, aber man weiß es trotzdem. Dafür sind wir jetzt für so ein Spiel, das ist jetzt da. GameCube, Wii. Hinten haben wir noch eine Wii U und ein paar Mini-Konsolen. Wir haben auch einen großen Erfolg von Sony. PlayStation Classic Mini. Habe ich einmal benutzt. Schwierig. Ich werde es irgendwann nochmal starten, aber ich werde es mir jetzt nicht hacken wollen. Es lohnt sich, glaube ich, nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich PlayStation 1 Spiele spielen will, nehme ich die PlayStation 3 dafür. Oder die PlayStation 2. Und dann möglichst mit Original-Disc. Man hat immer kleine Schere rein, gerade bei Nintendo 64, wenn man den emuliert. Man sagt immer quasi, ja, super und er schafft's toll, aber es gibt dann Spiele, die es nicht schaffen. Oder man hat dann kleine Störungen, kleine Haker. Es nervt einfach. Und da muss ich echt sagen, ein normaler N64 kann auch an einen Röhrenfernseher mit Komposit angeschlossen werden. Dann sieht's echt gut aus. Ist die billigste Art und Weise. N64 Komposit. Mini-Röhrenfernseher irgendwo in die Ecke. Den zum Beispiel habe ich komplett neu bekommen. Der war echt original verpackt, noch mit einer Fernbedienung. Original verschweißte Batterien war noch da drin. DVD-Player, der ist ideal. 4:3 für alte Filme. Kann man sich geben. Und, weiß nicht, 50 Euro, 50, 40, 30, irgendwie so ein Dreh. Zur Switch und Switch Lite werde ich definitiv noch mal ein Video machen. Dazu wird tatsächlich oft was kommen. Ich denke, ich werde einfach mal ein paar billige Spiele holen, hauptsächlich Rennspiele, und ich werde die mal auf Just for Fun spielen und versuchen, nicht zu haten. Also das wird tatsächlich sehr, sehr oft vorkommen. Ich versuche, ein Spiel nicht auseinanderzunehmen. Ich versuche erstmal die positive Aspekte zu sehen. Nein, ich spiele kein Cyberpunk. Ich habe kein PlayStation 5. Dafür brauche ich dafür zwar nicht, aber ich habe eine PlayStation 4 Pro. Also ich habe schon was vor mit Cyberpunk, allerdings nicht deshalb deswegen. Deswegen lasse ich es erstmal ein bisschen auslaufen und dann starte ich mal damit. Starte ich damit. Es wird ein Video geben. Zur Mini-Rundtour. Was kann man hier noch sagen? Wir haben eine kleine Tasse vom Held der Steine von meiner Schwester. Danke dir. Mit einem Mega Man. Der war mal in so einer Wundertüte drin. Man hat mich geguckt. Ja, ich habe viele DS-Spiele, viele Wii-Spiele und viele PSP-Spiele. Das sind tatsächlich die meisten Spiele. Einige PlayStation 3, viele PlayStation 2. Tatsächlich befindet sich hier relativ wenig, was ich komplett gar nicht spielen würde wollen. Ich habe, glaube ich, zwei Spiele. Das wäre Sing It und FIFA 18, wo ich sage, die will ich nicht spielen. Den Rest habe ich mir tatsächlich bewusst gekauft. Viele Spiele sind original verpackt, werde ich nicht spielen. Da haben wir zum Beispiel Projekt Diva in der PSP-Fassung. Das werde ich tatsächlich nicht spielen, weil ich werde es nicht auspacken. Das ist auf Japanisch. Hier oben haben wir nochmal Bibi und Tina, original verschweißt. Ein YouTuber wollte das mal speedrunnen und ich dachte mir so, oh cool, ich hole mir das Spiel als Modul und guck mal, wie weit ich komme. Ich habe es natürlich original verpackt geholt und will es jetzt nicht auspacken. Der YouTuber zieht es sowieso nicht durch, aber das ist ein anderes Thema. Kein Hate oder so. Nee. Also das Spiel zu Speedrun ist wahrscheinlich echt anstrengend und sehr, sehr ermüdend. Vielleicht hat das schon gemacht und ich quark hier Blödsinn. Jedenfalls, ja, schöne Grüße. Wo waren wir stehen geblieben? Kleine Roomtour. Eigentlich waren wir jetzt fertig, oder? Wir haben Handhelds, ein paar Spiele, PlayStation 4 sind die Spiele hier, PlayStation 4 Pro steht im Wohnzimmer. Ist tatsächlich bei mir nur für VR-Titel gedacht. Ich habe auch hier ein paar Spiele. Ihr könnt mal direkt einfach mal durchgehen. Gran Turismo Sport, oft gespielt. Das habe ich von Kumpel geschenkt bekommen. Das ist schon irgendwie cool. Also, das sind alle der Kassenbon von Yuka und Lelly. Das da. Ist doch original verpackt. Rechnung würde ich dann einfach reinpacken als Erinnerung quasi, wenn ich es mal ausgepackt habe. Wo wir dabei waren, gespielt,
Nicht gespielt, nicht gespielt, nicht gespielt, nicht gespielt, kurz gespielt, nicht gespielt, kurz gespielt. Und da muss ich echt sagen, wenn wir schon mal dabei sind, die PlayStation 4 Pro hat sich bei mir jetzt wirklich nur gelohnt für Hatsune Miku VR und ein paar andere VR-Titel und Gran Turismo. Ja, also, ich hätte mir sogar eine digital only Konsole holen können und hätte jetzt nicht wirklich Verlust, weil ich wüsste jetzt nicht, welche Spiele ich mir jetzt auch nachholen würde wollen. Ne? PlayStation 2, jede Menge Titel nachgeholt. PlayStation 4, ich wüsste nicht mal was. Rennspiele gibt es für die PSP viel mehr Rennspiele als für die PlayStation 4, die mir Spaß machen würden. Also tatsächlich glaube ich, das ist wirklich so. Weiß ich. Ist es doch so, oder? Es gibt sogar richtig gute DS-Rennspiele. Eigentlich würde ich jetzt nicht drauf eingehen, aber wenn wir schon mal hier stehen, Asphalt. Da sind echt gute DS-Spiele. Die machen echt Spaß. Die sehen grafisch auch top aus, da kann man nicht meckern. Die ganzen Need for Speeds. Need for Speed Most Wanted wird mal irgendwann ein Video kommen. Oh, ich sehe gerade. Need for Speed Most Wanted wird irgendwann mal ein Video kommen. Habe ich komplett zu 100% durchgespielt. Es ist, glaube ich, das schlechteste Need for Speed, was es gibt. Aber irgendwie macht es doch Spaß. Deswegen ist es halt schwierig zu sagen, es ist das Schlechteste, aber es macht Spaß. Das geht ganz schön lange in die Jugendtour, oder? Deswegen würde ich sagen, das bin ich. Das ist Steven. Willkommen in meiner kleinen Welt. Es wird davon und noch viel mehr was geben. Und komplett durchgemixt. Dann winke ich mal zum Abschied. Und falls irgendjemand Fragen hat, ja, das hat beim ersten Teil geklappt.